Gut, Heinzi, dann haben wir das jetzt erstmal besprochen. Wie gesagt, wenn du da irgendwie Schützenhilfe brauchst, dass du, sag ich mal, ein Alibi brauchst, dann sagst du mir einfach Bescheid, wa? Was auch immer ist, du bist nicht mit Mareike unterwegs, sondern wir beide sind unterwegs. Und damit Gitti nicht hier hinter dir her telefonieren kann, machst du das einfach so, damit das Telefon nicht klingelt. Entweder machst du das auf lautlos und wenn dich das irritiert, dann lässt du, nimmst, na nee, nimmst du da nicht mit, kannst du ja nicht machen. Wenn die da dein Telefon findet zu Hause, ist auch scheiße. Dann mach da dein Telefon auf lautlos. Da hast du ja keine Probleme. Nimm den Brummton raus, mach das irgendwie in deine WSX-Aktentasche oder du hast da so eine Schultertasche, die du da hast. Ja. Oder dein Henkel, du hast da dieses Henkeltäschchen auf, die Schultertasche oder die Henkeltasche, dann nimmst du die. Und dann machst du das Telefon drin, stellst auf lautlos oder machst es aus und stellst es so ein, als würde das WSX klingeln und keine Ahnung, du hast es nicht gehört.